fandme at stolt som op af sæt, at nægte os nu, du drog med hunger. Færdig, nem de damer. Ja, og vi er det dig virkelig sig? Ja, det er en lille pinligt. Og vi har uns geschworen, dass das nie jemand soll erfahren. Oh, kommet! Wir können dir das schon verraten. Du bist doch ein Nachkommen von ihr. Was, wenn du auch so ein Rechtsspäser bist? Das bin ich nicht. Ich sage nichts. Ja, und wenn er, wer soll er es schon glauben? Also, das ist es so. Ich habe damals unten im Schlosskeller eine wunderschöne kleine Küche gehabt. Eine Hexenküche? Dummes Zeug. In dieser habe ich ein bisschen experimentiert. Hast du probiert, es selbst zu machen? Das war nicht nötig. Von dem haben wir genug gehabt. Sie hat sich damit beschäftigt, so merkwürdige Trüchel zu brauen. Und von denen hat man nachher so irgendwelche wilde Sachen geträumt. Ja, so schlimm war das nicht, wenn es eins nach dem Mal ein bisschen schlecht war. Bevor wir Christine und Ursula noch im Morgenrock sind. Von heute an haben Christine und ich mir sagen. Moment, an der Sache gibt es noch einen Haken. Haken? Laut Erbrecht Leutnecker Gartenbein hat, solange ein männlicher Nachfrage vorhanden ist, der auf das Sagen. Das ist grandios. Endlich habe ich Sagen. Ich kann sagen, wo es durchgeht. Und meine Schwestern müssen schweigen. Ich bin ein Bruder. Juhui! Susi, ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Thank you.
Und rühren tut er dann sowieso. Ihr Vater hat halt einfach kein Standesbewusstsein. Er war noch nie eine repräsentierende Persönlichkeit gewesen. Und was noch viel schlimmer ist, er hat gar noch nie eine Welle sein. Von morgen Abend an bin ich eine repräsentative Persönlichkeit. In einem dunklen Anzug für 275 Franken, in einem Smoking für 350 Franken und einem Frack für 400 Franken, wenn das nur gut kommt. Ein Millionär muss präsentieren. Er muss aussehen, als hätte er eine Krone unter seinem Zylinder. Der Reichtum muss wie eine goldige, unsichtbare Schleppe hinter ihm herrauschen. Pölsterli, Sie erzählen wie aus einem Kitschroman. Finden Sie es denn etwa gescheit, dass sich jemand seit der 40 war, nicht mehr um seine Geschäfte kümmert? Stattdessen auch noch liest, reist, Blumen züchtet und Bilder sammelt. Also das verstehe ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich zu dumm dazu. Warum so bescheiden? Sie sind nicht nur wahrscheinlich, Sie sind ganz bestimmt zu dumm dazu. Endlich sind wir uns mal alle einig. Sie haben noch nicht gepackt. Hallo? Ja, ich möchte den Hoteldirektor sprechen. Dann gehen Sie mir halt Direktorin, aber ein bisschen geschwind. So gehen Sie jetzt! Hallo, Frau Direktor? Hören Sie mal genau zu. Morgen Abend kommt bei Ihnen ein komischer Gast an. Er hat den Preis vom Preiselschreiben von der Doppelwerk gewonnen. Das freut Sie, nur nicht so vorhin. Der Gast will nämlich außerordentlich einfach und bescheiden wirken. Ja, sogar ärmlich. Aber der Preisträger, der so altmodisch angelegt ist, ist in Wirklichkeit mehrfacher Millionär. Lassen Sie sich nur nicht täuschen. Wenn Sie ihn schlecht behandeln, dann komme ich höchstpersönlich auf Arosa. Warum er verkleidet kommt? Er weiss nur, wie die Leute sich zu einem Millionär verhalten. Jetzt will er aber mal wissen, wie er behandelt wird, wenn man ihn als armen Teufel anschaut. Besondere Gewohnheiten. Kein Fisch. Er isst kein Fisch. Orangensaft. Braucht jeden Abend ein Glas Orangensaft auf dem Nachttischli. Sammelt leidenschaftlich Briefmarken. Hat gerne eine Flasche Cognac im Zimmer. Masseur. Dreimal in der Woche muss der Masseur kommen. Katz. Und wenn Sie ihm noch eine siamesische Katze besorgen könnten, dann freut er sich bestimmt. Er darf natürlich nicht wissen, dass Sie informiert worden sind. Haben Sie verstanden? Achtung, ein Hund! Was? Der Name? Der tut nichts zur Sache. Adje. Der ist ja sowieso falsch. Grüezi, Adelheid! Grüezi, Vater! Da innen schmeckt's nach einer Verschwörung. Und Frau Pösterli sieht aus, wie wenn sie mich fressen will. Um keinen Preis, Herr Generaldirektor. Das tut mir bestimmt nicht gut. In einer halben Stunde fahrt mein Zug. Morgen Abend marschiert dein Vater Zarosa ein. Ich bin ja so gespannt. Ja, und der arme Johann muss mir zulieb der reiche Mann spielen. Aber ich muss ihn um mich herum haben. Ich muss doch sein vorwurfsvolles Gesicht sehen. Das würde mir nämlich sonst außerordentlich fehlen. Wenn es dir so ein vorwurfsvolles Gesicht liegt, würdest du besser Frau Pölsterli mitnehmen und nicht den Johann? Man muss es nicht übertreiben. Nein, Frau Pölsterli überlasse ich gern dir. Ich bleibe beim Fräulein Adelheid. Aber Herr Generaldirektor, in diesem Sommertschöpfli, da werden Sie sich sicher verkälten. Aber Sie haben doch hoffentlich den dick alten Lismer eingepackt. Da ist er ja. Den lege ich dir drunter an. Ich freue mich so auf das Schleifschuhlaufen. Seit bald 20 Jahren habe ich keine Schleifschuhe mehr angehabt.
Und Bögen habe ich können fahren. Bögen. Und Sprünge habe ich können. Ja, nicht gerade so hohe, aber immerhin. Hoffentlich geht sie dann nicht auf ihren Hinterkopf raus. Was? Wenn man ein paar Mal umgekehrt ist, dann geht man nachher ins Eisfeld-Restaurant und trinkt einen Glühwein. Was glauben die? Werden sie wüst sein zu dem armen Baumen? Sicher nicht. Gast ist Gast. Vielleicht sind sie besonders zartfühler. Am Ende erlebst du noch allerhand angenehme Überraschungen. Ich will gar keine angenehme Überraschungen. Da kommt einer ins Hotel. Ohne Geld, fast ohne Gepäck, ist schlecht angekleidet, ist gratis Pensionär, hat kein Smoking, fährt nicht Ski, trinkt kein Wein, weil er ja den extra muss zahlen. Und wenn man den noch nett ist zu mir, da frisiere ich einen Besen samt der Putzfrau. Du vergisst deinen persönlichen Charme. Die tragen dich auf Händen. Ich will gar nicht auf Händen getragen werden. Also ich bin ja so froh, dass sie keinen Fisch bekommen. Ja, und dass immer Orangensaft auf dem Nachttisch steht. Und jeden zweiten Tag der Masseur kommt. Also, das müssen sie natürlich verlangen. Da müssen sie drauf bestehen, Herr Generaldirektor. Das ist sicher ein Anzeichen von akutem Abschiedsschmerz. Ist es so weit? In 10 Minuten, das Auto ist parat. Da, wie schickhaft. Muss das wirklich sein? Jawohl, das muss sein. Und jetzt repetieren Sie nochmal meine Vorschriften, Johann. Also, wir fahren heute miteinander bis auf Chur, wo wir übernachten und wo sich der Herr Generaldirektor auch in Punkt. Zimmer 3 sieht bäumig aus. Das Personal ist instruiert. Der vielfache Millionär kann kommen. Ist der Masseur bestellt? Mama, Diskretion, mein Herr Schaffner. Guten Abend. Guten Abend. Haben Sie ein Zimmer bestellt? Ja, ist der nicht mehr frei? Wir sind zwar schon ziemlich gut ausgebucht, aber wir werden schon noch etwas einfinden. Wünscht der Herr Zimmer mit Bad? Zimmer mit Bad, Balkon und Morgensonne. Sehr wohl. Ist 73 noch frei, Herr Böbel? Jawohl, Frau Direktor. Das Zimmer ist gerade so, wie es der Herr wünscht. Es kostet... Bitte! Pardon. Würde Sie weiter das Anmeldeformular ausfüllen? Der Mantel vom Herrn in die Garderobe. Die Leute da wissen ganz einfach, was sich gehört. Eine außergewöhnliche Begründung. Herrlich! Wie jung sie noch sind! So gern! Spottet sie nur! Er oder ich? Ja, was ist jetzt? Kommen Sie mit! Da sind wir ja nie allein! Und ich wäre wirklich gerne mal. Unter vier Augen mit ihnen reden. Ich freue mich,
So, da bin ich wieder mit dem oxidierten Wasserstoff. Ich nehme an, gurgeln kann es Mrs. McIntosh selber. Ja, was ist denn mit dir los, was? Kann man dich nicht einen Augenblick allein lassen? Sind neue Gäste gekommen? Henje, bist du etwa verliebt? Ist es das erste Mal? Das erste Mal, Berti. Alles, was früher war, zählt nicht mehr. Das ist doch so gekommen, nichts bald! Das ist doch so, Herr Generaldirektor. Man hat doch telefoniert. Ja, das weiss ich schon. So. Jetzt stoßen wir einmal auf unser Brautpaar an. Zum Wohl! Zum Wohl! So, und jetzt bin ich. Und jetzt möchte ich noch etwas sagen. Ich bin hierher gekommen, um meine Menschenkenntnis zu erweitern. Schicksal hat mein Experiment nicht nur getötet, nein, es hat mir auch einen Freund geschenkt, den ich sonst nicht getroffen hätte. Mein Vater ein Freund und mir ein Mann. Ein Telegramm? Für wen? Du Allmächtige, das haben wir gerade noch gefehlt. Du Berti, es interessiert einem ja schliesslich, aber heissen wir wirklich Baum? Nein, mein Schatz. In ein paar Wochen heisse ich Hartmann. Vorläufig aber. Ich heisse nicht Baume. Ich bin doch der. Herr Generaldirektor Tobler. Herr Generaldirektor, ein Telegramm. Haben Sie mit! Was? Du bist der Altobler selber? Mir bleibt doch auch nichts erspart. Der Herr Direktor Hammer hat telegrafiert wegen dem Hotel. Richtig. Ich habe ihm auch geschrieben, er soll das Grand Hotel an Rosa kaufen. Was hat der Kasten gekostet? Nichts. Er ist nicht gekauft worden. Ja, was soll jetzt das wieder heissen? Der Kauf ist wegen dem jetzigen Besitzer nicht möglich. Was ist denn das der eine? Jetzt lass wir mal an, oder? Kauf Grand Hotel Arosa nicht durchführbar. Es gehört seit Jahrzehnten Albert Dobler.